Weißt du was? Lass mal die Sandra machen. So, da wären wir. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo ich meine Fahrkarte bekomme. Information, da muss es sein. Ich will jetzt nach Dortmund fahren. Ja, wie möchtest du denn fahren? Mit einem Intercity oder einem Eilzug? Worin besteht denn der Unterschied? Der Intercity hat vor allen Zügen Vorrang und ist damit sehr schnell, kostet aber etwas mehr. Dann nehme ich lieber einen normalen Zug. Ja. Bekommt man hier die Karte oder am Fahrkartenautomat? Nein, die bekommt man hier, weil es gibt am Automat nur Fahrkarten bis 100 Kilometer und Dortmund ist mehr. Ach so, ja. Hier, dann hätte ich gerne 25 Mark. Mhm. Und dein Zug fährt um 15.42 Uhr auf Gleis 2. Gut. Dann habe ich ja noch genug Zeit, das Gepäck wegzunehmen. Ja, da hast du noch etwas Zeit. Wo ist denn hier der Gepäckschalter? Wenn du hier durch die Tür rausgehst, links rüber. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte Gepäck aufgeben. Ja, wohin? Dortmund. Hast du eine Fahrkarte dabei? Ja, wieso? Die brauchst du. Wenn du keine Fahrkarte hättest, müsstest du mit Expressgut schicken. Ist zwar genauso schnell, aber doppelt so teuer. So, Dortmund. Stempelchen drauf. Wann kommt denn dann mein Gepäck an? Der kommt morgen früh. Kannst du in Dortmund an der Gepäckabfertigung abholen? Aber nur mit diesem Schein. Es ist wichtig, dass du ihn auch nicht verlierst, ja? Ja. Tschüss. Ah, hier sind die Schließfächer. Das ist ja praktisch. Und wie funktioniert das? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, ich möchte gleich ein bisschen einkaufen für die Fahrt und möchte den Rucksack so lange loswerden. Mhm, das sind schließlich genau das Richtige. Das sind dann für Reisende, die noch ein bisschen Zeit haben, können ihr Gepäck einschließen, mit einkaufen gehen und nachher wieder kommen und das rausholen. Mhm. Tun wir erstmal dein Gepäck hier rein. Ja. Doch frei. Tür zu, hast du eine Mark? Ja, hab ich. Ist auch wichtig. Mhm. Richtig steckst du. Schlüssel kannst du umdrehen und abziehen. Und den Schlüssel musst du behalten, um den Schlüssel wieder ranzukommen. Wenn du nicht mehr hast, gibt es Komplikationen. Ach so. Ne? Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. So, alles in Sicherheit. Schnell noch in die Bäckerei und ein Brötchen gekauft. Wann bin ich denn nun in Dortmund? Da steht's ja. Abfahrt Köln 15.42 Uhr, in Dortmund 17.13 Uhr. So, noch schnell den Rucksack holen und dann kann's ja losgehen.